Hallöchen, meine Lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Heute vom Spiel Framed gibt es fürs Handy für 3,19 Euro zu kaufen. Und wir werden mal uns anschauen, was wir denn in diesem Spiel erwarten können. Es hat so ein bisschen was von wegen Detective-Arbeit, wa? Okay. Dilidim. Dann müssen wir einen Mord aufklären oder einen Mord verüben. Wer weiß das schon? Halt! Bleiben Sie stehen! Haben wir doof gelaufen, ne? Okay, er bricht ein, er klaut was, er will wegrennen und wird verhaftet. Ah, ich muss das tauschen. Ah, also Framed ist halt so Bildfragmente. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja wirklich cool. Okay, das ist nice. Okay, hier haben wir schon ein bisschen mehr. Mehr. Ja, da haben wir eine Tür, da haben wir eine Tür. Und wir hoffen einfach mal, dass wir da unten rauskommen. Ja, das muss da sein. Und wir werden die Türen tauschen. Ach nee, es geht gar nicht. What? Können wir die Türen tauschen? Kommen wir noch woanders raus? Nee. Achso, vielleicht müsste ich einfach mal. Das geht auch nicht, hä? Bro, ist das laut, Alter! Oh Mann. Ein Stück leiser, Mann. Ultra laut. Okay, das ist ja interessant. Also das bringt mir nicht wirklich viel, ne? Wenn ich das mal, dann wäre ich ja direkt neben den hier. Das heißt, die beiden kann ich eigentlich nicht gebrauchen, aber ich muss sie nutzen. Und dann bin ich wieder da. Ah, das ist strange. Komme ich dann vielleicht aus der Tür hier raus? Ah, ich komme aus der... Ah. Es sneakt sich entlang, okay. Mich da hinten raus, müsste ich so machen, ne? Dann komme ich mich aus seiner Tür da hinten raus. Okay. Dann gehen wir in die nächste Tür rein, komm da hinten raus, alles klar. Ja, ist interessant auf jeden Fall, ne? Muss man schon sagen. Hat was. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die dumm sind. What? Tür geht auf. Oh, ja, gut, ja, gehen Sie mal weiter. Tschüss. Okay. Okay, ich habe mit Mindestmaß an Intelligenz gerechnet. Sorry, Polizisten. Okay, wir rennen weg. Die kommen. Und wir werden erschossen. Wir nehmen den. Fliegen dahin. Aber wir werden ja da schon angeschossen. Krabbeln hier weiter. Oder fliegen wir? Wir müssen aus dem Fenster fliegen, ne? Wir müssen noch mal kurz tauschen. Wir müssen aus dem Fenster rausfliegen. Okay, dass man jetzt hier keine. Ach, man kann sogar währenddessen. Man kann es währenddessen switchen? Okay. Ja, vom Holztisch abgefangen die Kugeln. Wir rennen und wir springen durch das. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Ich bin auch dead, ne? Dann können wir nur das machen. Bam! Nice, guter Vogel. Man soll immer gut zu Vögeln sein. Okay, wir gehen dahin. Stopp, okay. Wir gehen um die Ecke. Wir gehen da nach oben, das ist richtig. Okay.
vielleicht? Oh. Ah, ich habe das resettet. Wie dumm. Doch so, ne? Wir müssen halt zu der Treppe. Genau, wir müssen nämlich hier unten lang. Bedeutet, ich rutsche hier runter, denke ich. Ja. Geh da lang und geh da hoch. Alles klar, easy peasy. Witzig, ultra witzig. Also, habe ich vorher auch noch nicht gesehen, so eine Art von Spiel. Tatsächlich mega cool. Kann man ein bisschen sein Sneaky, aber ich finde es ganz cool, wenn du mir nicht auf die Eier gehen würdest, danke sehr, dass ich erstmal weiß, dass es nicht sofort losgeht, weil das ist immer eh falsch am grundsätzlich. Wir springen hier rüber. Ja, was macht denn der da? Springt rüber, ne? Ja. Springt darüber, da ist scheinbar was kaputt. Ich denke, wir machen einfach mal so. Okay. Einfach ein bisschen was probieren. Vielleicht springt er aber auch hier rüber. Aber ich denke, da brauchen wir schon den Kran, damit wir da rüber können, ne? Über das Ding hier. Und hier werden wir doch gar nicht rüberkommen, oder? Wir nehmen den Kran jetzt. Aber sonst haben wir halt keine andere Möglichkeit. Aber ich bin jetzt hier irritiert. Da war ich gerade sehr irritiert. Wir kommen von unten, wenn wir da rüber gehen, rutschen wir da wieder rüber. Wollen wir das wieder anfangen setzen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja gut. Nee, wir brauchen das tatsächlich, aber wir müssen doch umbouncen. Vielleicht machen wir es aber auch so, dass wir vielleicht springen können, weißt du? Aber er nimmt den Haken nicht mit. Ah, okay. Wir springen einfach unten durch. Ja, wie gesagt, ich rechne immer mit einem Mindestmaß an Intelligenz, das tut mir leid. Aber ich rechne tatsächlich mit intelligenten Menschen, mit denen ich hier spiele. Huah! Gesafft. Success. Jetzt haben wir drei Polizisten. Mal stehen. Der rennt uns direkt. Ich könnte runter. Könnte ich nicht. Ich könnte hier durch. Ah, hier muss ich hin, okay. So. Das ist schon mal definitiv falsch, das ist klar. Wir können mal nach oben gehen. Dann können wir hier rüberspringen vielleicht. Probieren wir mal, was passiert. Wir haben auf jeden Fall noch eine Axt im Hintergrund. Jo, lauf halt noch langsamer die Treppe hoch, Bro. Springt der rüber? Ja, ne? Ja. Okay. Der sieht mich. Ich könnte runter. Boah, das bringt mir da tatsächlich. Was ist das denn für ein Ding? Wenn ich da gar nicht langkomme, ist das doch total hirnlos. Wenn ich hier immer runterfalle, dann kann ich das doch gar nicht nutzen. Weißt? Vielleicht brauche ich die Axt dafür. Dann kommen wir hier hinten runter die Treppe. Erschlagen den mit der Axt. Gehen hier die Treppe weiter runter. Töten den mit der Axt vielleicht. Gehen hier die Treppe runter. Probieren wir mal. Also es sieht schon mal ganz gut aus, dass wir hier die Axt haben. Bringt nichts, dann würde ich ja von hier kommen, ne? Scheiße. Aber wenigstens hat ihn nicht getötet. Problem ist, dass ich jetzt halt hier wieder anfange, ne? Wir könnten hier hoch, dann würden wir da hinten lang laufen.
Aber das hier verstehe ich nicht. Kann sein, dass wir uns mit der Axt retten. Also es muss so sein. Anders geht's halt nicht. Er musste schon über viele Ecken denken, weil, guck mal, wenn ich jetzt den Polizisten K.O. schlage, der hintere müsste das hören. Aber er tut's einfach nicht. Weil es ihm einfach egal ist, was mit seinem Kollegen passiert. Hauptsache, die Stelle wird frei und er kann aufsteigen. Ah, okay, da steht das Fenster ein. Das ist natürlich eine All-Option, ne? Das ist eine Option. So, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir tauschen die einfach mal. Weil hier gab es nicht viel zu machen und das erste ist grundsätzlich eigentlich immer falsch. Das Spiel wird hier einem nichts schenken. Love Shack. Okay, wir können eigentlich einfach mal die Buchstaben nutzen, oder? Loves. Love. Da, ne, bin ich irgendwie nicht so zufrieden mit. So, wir laufen hier lang. Okay, die Buchstaben kann ich leider nicht dafür nutzen. Wir laufen hier lang. Springen hier runter, laufen hier lang. Bringt mir leider alles nicht viel. Ne, ist nicht richtig. Ich glaube, das ist einfach schon nicht richtig. Wir nehmen den, ne? Der da oben werden wir ignorieren, werden wir vorbeilaufen. Dann kommt der, den werden wir auch ignorieren, weil wir hier lang laufen. Dann laufen wir hier lang. Springen hier rüber wahrscheinlich. Können wir das ja mal irgendwie nutzen. Also sieht ganz gut aus. Schauen wir mal. Ich hoffe, er nutzt die Treppen nicht. Verdammt, er nutzt die Treppen. Er muss die Treppe wieder hochlaufen. Geht da an dem vorbei, klettert hier hoch, springt hier hoch, geht auf das nächste, geht über das nächste und das ist oben. Also ich hätte jetzt echt gedacht, wir würden die Buchstaben nutzen können, das wäre viel lustiger gewesen. Aber scheinbar nicht. Leider ist das so langweilig. Dim, 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 dim. Bro, Alter, wie flieht der vor denen ein? Holy shit, jetzt haben wir wieder super viele. Okay, gucken, was passiert, wenn wir hier hingehen. Okay, das bleibt. Auch der bleibt. Okay, wir kommen vom Orangen, alles klar. Dann gehen wir zum Blauen, dann kommen wir hier aus dem Blauen wahrscheinlich raus. Gehen wir zum Orangen, kommen zum Orangen, gehen zum Blauen raus. Okay, sollte funktionieren. Wenn ich die Farben richtig deute. Dass ich da aber keine Schusswaffe mitnehme, weißt du? Verdammte Axt aber auch. Na, da war was. Orange. Tauschen wir das? Gehen wir nach Blau? Gehen wir nach Blau? Gehen wir nach Orange? Gehen wir nach Blau? Wir müssen aber aus Blau rauskommen jetzt aber, oder? Ne, wir gehen wieder Orange. Wir müssen ein Blau am Ende haben. Orange, da kommen wir da. Orange kommen wir da. Orange, okay, so. So, will ich ja wieder von Orange kommen, ne? Will ich da kommen. Blecht.
Ist leider doch nicht so einfach. Schade. Ach, das wäre so gut gewesen. Orange komme ich ja leider von da, der wird mich sehen, ne? Und switchen kann ich die auch wieder nicht. Weil ich dann wieder genau das gleiche Problem hätte. Die kann ich aber switchen. Aber nur durch Orange rauskriegen, das ist auch nicht so geil. Wir gehen jetzt zu Blau zuerst, ne? Das Problem ist, dass wir... Das ist, wenn ich das tausche. Als erstes müssen wir halt immer jemanden ermorden, ne? Das bringt mir halt nicht viel, weil es orange-orange ist. Wir könnten allerdings so machen, wir töten ihn, dann haben wir den, dann kommen wir blau, dann kommen wir da, dann orange, gehen wir da rein, gehen wir blau und dann so wieder orange. Das ist ja scheiße, warum geht das nicht? Was soll das? Okay, wir können währenddessen nur switchen, wenn wir... Wenn wir sie noch nicht genutzt haben. Voll kacke. Komme ich ja wieder von Orange. Ich muss halt von Blau kommen. Von Blau kommen wir aber nicht so einfach. Die einzige Möglichkeit, wo wir haben, von Blau zu kommen, wäre die hier. Und die hier. Holen wir mal den. Das heißt, wir müssen von Orange kommen. Müssen wir also hier, ist okay. Das heißt, wir müssen von Blau kommen. Hier müssen wir jetzt also das hier hin machen. Komm von Blau, komm von Orange, das funktioniert nicht. Das können wir von Orange. Was passiert, wenn wir von Orange hier vorne kommen? Das ist auch eine gute Frage. Bisher auch noch nicht gehabt. Ah, okay, er schießt daneben, alles klar. Na gut, dann funktioniert's. Ich dachte, er würde mich killen. Wie gesagt, ich gehe mal von. Na gut, wenn man schnell vorbei rennt, das ist schon okay. Dann wird man nicht immer nicht getroffen. Ja, mega lustiges Game, meine Freunde. Oh. Das sieht wieder interessant aus. Ah, wir werden traden wieder. Let's go. Da ist keine Kugel drin, ne? Wir springen. Wir fallen. Wir fallen. Wir fallen. Und so rote, der muss ja nämlich anhalten. Okay, scheint nicht gewinnen zu sein. Erst zünden wir an, dann auf zur Zigarette. Ich tausche einfach erstmal. Erstmal gucken wir ihn alles an und dann rauchen wir ihn einfach voll. Ach nee, wir sind das, okay. Wir gucken ihn an. Und er nimmt unsere Zigarette weg. Ich bin der Boss. Stopp rauchen. Das ist nicht gesund. Okay. Ja, meine Freunde, das war's gewesen. Mal angespielt zu Framed. Wie gesagt, gibt's für 3,19 € fürs Handy zu kaufen. Und... ja. Schon ganz geil, ne? Also sah das mit einem interessanten Konzept. Konnten wir da ein paar Rätsel lösen. Oder würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen, einen Kommentar und gerne, vielleicht wollt ihr auch das Spiel kaufen, wer weiß das schon. Wir sind in der nächsten Folge wieder von Angespielt. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.